Heute das große Waititi-Familienduell und unser erster großer Gast, Görki! Hey! Herzlich willkommen zur Kommentare-Kommentier-Show! Herzlich willkommen zur Kommentare-Kommentier-Show, heute zu einem Video, wo es etwas kalt war am Dreh und ja, vielleicht auch dezent peinlich. Sagt der gar nichts irgendwie, also der viel anhatte. Wir zwei haben gefroren und ich bin komplett halbnackt da rumgelaufen, ey. Ja, aber das wurde ja ganz fair mit Ching Chong Chong entschieden. Ich weiß nicht, was ihr habt. Wurde ich würde trotzdem sagen, Jungs, wir schauen mal kurz in die Woche zurück, oder? Ja, viel passiert ist auf jeden Fall wieder. Lass mal reinschauen. Zugriff! Ich hab gerade gegessen. Du kommst doch gerade auf den Geschmack. Wie machst du das? Ich musste es kaufen, als ich es gesehen habe. Nein! Oh, Streu. Ich bin Fame, ich bin Fame. Ricky! Ich bin DJ. Gute Nacht, Matthias. Aufwachen. Daumen nach unten. Ich will dich nicht verlieren. Daumen nach oben. Das ist Wahnsinn. Zugriff, ich wiederhole, Zugriff. Das ist Sparta. Soll ich das anziehen? Was machst du hier? Der Play-Button! Ja, wahnsinnig vieles passiert und vor allem ist letzte Woche eigentlich der Launch der neuen Comcom-Show quasi passiert und ihr habt uns wahnsinnig viel Feedback dazu gegeben. Erstmal ganz, ganz großes Dankeschön dafür und wir haben uns das natürlich durchgelesen. Ihr wollt zum Beispiel den verfilmten Kommentar zurück. Dafür müsstet ihr aber auf jeden Fall kreativ sein, denn wir haben den deswegen abgeschafft, weil die Gags ja doch dezent flacher geworden sind. Ja. Wenn euch gute Sachen einfallen, wie gesagt, wir lesen das Zeug durch. Ja, der Witz kam flach. Und ja, dann würden wir das eventuell wieder reinnehmen. Das liegt ganz an euch. Aber ansonsten, geil, danke fürs Feedback. Haben wir alles hier lesen, werden wir verarbeiten. Und was gibt es sonst noch? Noch ein anderes Thema. Wir sind ja nächste Woche am 3.12. in Köln und treten da live auf in Gloria. Ist leider schon ausverkauft, aber hey. Wie du es reindrückst so. Hey, wir sind da, aber es ist ausverkauft. Ja, aber also was gibt, denn wir sind ja nächstes Jahr auf Deutschland, Österreich und Schweiz. So jetzt Österreich, Schweiz sind neu. Wusste ich gar nicht. Ihr könnt auf unserem Shop ycity.de/tickets könnt ihr euch dann zu den ganzen Daten, wenn ihr noch nicht habt, einfach ein Ticket sichern. Österreich, Schweiz jetzt neu dabei in Wien, Graz und Zürich. Genau, ich bin auch dabei, sehe ich gerade. Ja, steht drin im Kalender. Gut. Ja, wir haben ja auch gesagt, wir wollen Gäste in die Comcom-Show bringen, nicht immer nur unsere Fratzen in die Kamera halten. Und ja, da ihr auch alle gesagt habt, ihr findet das super, haben wir einen Gast da. Wir haben da hinten auch eine Showtreppe gebaut, die ist jetzt leider nicht zu sehen. Wir können auch die Kamera nicht verstellen, aber da ist eine riesige Showtreppe, so ein bisschen Stefan Raab-mäßig. Und da kommt er jetzt runter, der erste Gast der neuen Comcom-Show, Bruce Willis. Nein, das ist natürlich ein Witz, das ist der deutsche Bruce Willis, Görki. Schön, dass du hier bist, hi. Ja, leider kein Bruce Willis, aber immerhin. Hallo. Görki, grüezi. Fester Handdruck. Ja, der Görki, der macht da YouTube, gell? Ich mache auch YouTube und ich mache so Fitness. Vor allem Fitnesstraining, wie man zu Hause so mit einfachen Sachen was machen kann, aber auch so grundlegende Tipps für alle, die Spaß an der Sache haben. Geil. Und plus, du machst nicht nur Fitness, sondern du hast auch einen Burger. Ich habe einen Burger damals. Ja, das war so eine Aktion, weil ihr wisst ja, Fastfood ist ja nicht immer das Gesündeste. Und dann gab es da von so einem großen Fastfood-Konzern so eine Geschichte, mein Burger. Und ich dachte, komm, mach mal mit, was für die Fitness-Community, einen etwas gesünderen Burger. Und das, hab's dann wirklich das Ding geschafft. War aber, der hat scheiße geschmeckt. Also ich fand den mega. Echt? Ich fand die gute Idee. Hast du ihn wirklich probiert? Ja, ich habe ihn immer probiert. Den, also, er war nicht scheiße, ne? Aber er war jetzt in der McDonald's-Skala. Genau. Er war jetzt in der Gasthof zum Goldenen M-Skala, so eher, würde ich sagen, Richtung Mitte, während der Pete's Meat Burger schon. Das ist aber das Problem, was viele erwarten bei so einem Burger, dass es so ein fettiger Big Mac dann ist mit 800 Kilokalorien. Und mein Ziel war ja wirklich, einen Burger zu schaffen, der. Ich glaube 360, 370 Kalorien hatte er am Ende. Da kann man natürlich jetzt nicht mehr so einen Schmied erwarten, aber man muss ein paar Abstriche machen, aber dafür hat man einen etwas gesünderen. Sollte sich mal von ihm beraten lassen, der kennt sich echt aus so mit mit Fitness. Ich mache gerade die Spinat-Diät. Spinat-Diät? Alles außer Spinat essen. Nee, Görki will uns fit machen, habe ich gehört. Nicht nur uns. Den Trommler, ne, vor allem. Würdest du auch ihn fit bekommen? Würdest du ihn fit bekommen? Ja, jeden auf jeden Fall. Also, man muss einfach ein bisschen Eigendisziplin und Motivation mitbringen. Also als Trainer kann man jetzt keinen Menschen umwandeln. Das muss auch ein bisschen ein Wille sein. Also du bist auch Trainer, oder ich wie? Ich bin auch Trainer, ja. Man sieht schon hier die Packages. Bin ich echt mal gespannt, wie du den Trommler irgendwie hinbekommen wirst. Kannst du auch mit deinen Muskeln das aufreißen im Pullover? Nee, das geht nicht. Nur wenn er aggressiv ist. Aber ich muss auch sagen, das ist nicht alles. Ich bin noch nicht so der Poser-Typ. Ich bin nicht der mit dem BMW rumfährt und dann irgendwie einen Arm raushält. Also, machst du mich fit bis zu unserer Tour? Gerne.
Bin ich dabei. Schaust aus wie der Trommler. Bei der Tour werdet ihr sehen, ob der Görki was drauf hat oder nicht. Lieber beim Trommler, da, es interessiert mich, was er jetzt mit dem Trommler macht und da würde ich auch gerne mal reinschauen. Moin liebe Sportskameraden, euer Görki hier am Start. Heute gibt es das perfekte Training für ein breites Kreuz und... Oh Gott. Naja, schauen wir einfach mal, ne? Schön tief runtergehen. Da kann man auch den Hintern trainieren. Bauchspannung bleibt stets drin. Kannst du so ein bisschen Radfahren noch. Beide annehmen. Und jetzt kreuzen. Merkt das Sixpack langsam? Ja, total. Und wann ist das Fass? Das Fass hast du schon. Meinetwegen nur Schweinsbraten. Also Hauptsache ein Kalorienüberschuss, würde ich mal sagen. Genau. Ich bin ja auch gerade hier in der Massephase und versuche ein bisschen Gewicht drauf zu packen. Natürlich bist du dann Vorbild für mich. Vielleicht können wir öfter so zusammen trainieren, du als mein Trainingspartner. Klar. Dass wir einfach auch mal, oder dass ich auch sehe, was ich falsch mache bisher. Den Bauch mal ein bisschen an hier. Komm, ein bisschen hoch. Nee, nicht einfach hinlegen. Trainierst mit deinen Zahnbürsten da, oder was ist das? Probier's mal. Creepy Teil. Wir haben das früher so gemacht. Machst du da Kalorien zählen? Ich geb doch schon Gas. Konzentrier dich aufs Laufen. Deine Hand da weg. Das kannst du zu Hause wieder machen. Ja, am Ende des Trainings hast du schon gute Fortschritte gemacht und ich bin da recht zuversichtlich, dass wir das die nächsten Wochen schon ja, in den Griff kriegen. Was meinst du? Bist du motiviert? Natürlich, aber wir haben jetzt erstmal noch eine andere Arbeit zu tun. Ja, Ernährung einkaufen oder was meinst du? Nee, ein Schweinsbraten essen gehen. Ja, nee, das kann mir echt nicht gehen. Natürlich. Ich bin gerade in der Diät. Kriegt nichts. So, Görkenader, ja. Worum geht's in der Comcom-Show? Ja, wir kommentieren mal wieder die Kommentare, ne? Darf ich dir die Ehre des ersten Kommentars gestatten? Ja, ich bezieht sich auf ein Video. Das Video erinnert sich irgendwie an die guten alten Waititi-Zeiten, so schön peinlich, egal was die anderen sagen. Eine Fortsetzung davon wäre sehr cool. Das Ding ist, selbst wenn man eine Parodie oder so online stellt, ist es mir scheißegal, was die anderen Leute sagen. Ja, zum Beispiel bei Kaimi. Gib mir die Hand. Ja, da bin ich auch zu Leuten, die haben so gemacht. Das war auch in der Jetzt verstehe ich dich erst. Ich dachte, es ist dir egal, was die Leute zum Video sagen. Nein. Ja, eben. Ich dachte, so. Ich wusste es. Wir haben ja auch schon vieles. Ich wusste dann aber es nicht auch viel. Nice. PS. Was ist Peinlichkeit? Voll tief. Hast du schon mal was richtig Peinliches gemacht? Was für dich Peinlichkeit? Oh, was für peinlich. Französisch war ich mal so eine Niete, hab dann immer nachgeschrieben, hab mir meine Bücher mal mitnehmen können, hab die dann heimlich im so Nachschreiberaum rausgeholt, hab dann immer stand dann bei einer 2 plus und dann war mal der Punkt, wo der Lehrer mich vorne mich an die Tafel geholt hat und dann konnte ich kein einziges Wort und ich hatte das meiste von mir erwartet und das war so ein Ding, wo für die Lehrerin und für mich eine Welt zusammenbrach, weil ich doch ihr Lieblingsschüler war, der einfach ein bisschen still war, aber da kam dann alles raus, also das war schon peinlich. Bis heute kann ich auch kein Wort Französisch. Sogar mein peinliches Fitnesserlebnis. Ich war im Kraftraum mit einem Kumpel und wir sind beide auf Maximum gegangen bei Bankdrücken. Oh. Auf einmal kackt mir ab, jeder für sich. Er irgendwie mit 100 Kilo, ich mit 80. Und er meint es wörtlich. Und dann musste ich wirklich diese Langhantel über meinen Bauch abrollen. Das hat so weh getan. Hat er dich nicht unterstützt? Das hat es quasi hat er gleichzeitig so gedrückt. Ah, ja, er war auf einer Bank und ich. Das ist nicht gut, man sollte sich gegenseitig unterstützen. Das war nicht gut und keiner war da unten. Wie so, Hilfe! Muss ich es echt über meinen Bauch abrollen? Ich so, Wir wollen die Frauenquote gerne heben, auch in unseren Videos. Also wir haben, glaube ich, knapp über 50% männliche Zuschauer. Deswegen könntest du ausziehen. Soll ich es wirklich machen? Mach mal, komm. Schau, was hier Body. Ich muss sagen, ich bin gerade in der Massephase. Das heißt, man isst mehr, als dass man abnimmt. So, warte noch. Bin ich auch in der Massephase? Alter. Gut. Was geben? Ich mache das eigentlich nie in meinen Videos, weil ich das zu albern finde. Aber wir sind ja hier im Comedy. Ich find's auch albern. So, jetzt kommt gleich noch eine geile Frau, die ihre Brüste zeigt. Man kann nicht glauben, dass das dieselbe Spezies ist wie ich. Was haltet ihr vom nächsten Gast, wenn wir irgendwie eine weibliche Guru einladen und fragen, ob die dann auch mal... Ja, damit würden wir dann wieder die Männerquote heben. Ja, und meine. Ist der Rauch bei uns hier so. Das finde ich eine geile Idee. Mach mal. Kennst du eine Görki? Ja, gerne. Die hier mal blank zieht. Ich könnte meinen Freund. Sorry, Julia. OG, ich bin enttäuscht. Dachte, du wärst besser geworden. Zeig mal dein Bauch. Du bist ja auch gerade in der Massephase. Jetzt steht halt du auf. Massephase. Also, ich muss eigentlich ehrlich sagen, ich bin auch in der Massephase. Jetzt kommt's. Yeah!
Ja! 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 Das sind Muscles, ja. It's been a long time, baby. For me to say to you how I feel. Ja, wie schon gesagt, der pectoralis major kommt gut raus, ne? Die Delta-Muskulatur ist natürlich ausgeprägt. Ja. Ja. Verdammte Scheiße, cool. Danke. Ja, er sitzt doch immer so im BMW drin. So. Ja, ja. Sitzt ab jetzt die ganze Kopfkopf schon so. Schiebt sich noch Kissen hier rein. Ja, das ist das südländische Temperament, was da durchkommt. Die Frage der letzten Woche, Freitag, war ja, was ist euch peinliches passiert? Und da wollten wir auch mal ein bisschen was vorlesen, was ihr so geschrieben habt. Okay. Ich bin mal im Schlafanzug in die Schule gegangen, aber nicht irgendeinem, sondern einem Pokémon-Schlafanzug. Sehr peinlich. Ist doch nicht peinlich. Ausziehen! Ja, würde ich an dieser Stelle ganz gerne mein Instagram-Bild von meinem neuen Batman-Onesie einblenden. Ey, wenn das nicht Swag hat... Hast du da unten richtig viel Freiheit dann? Ja, das ist halt ein Onesie, ist wie so ein Strampler für Große. Ich war mal im Freibad auf dem 3-Meter-Brett. Da kam ein Boy, den ich süß finde, und der stand hinter mir und ich habe gefurzt. Der hat mich ausgelacht und mich vom 3-Meter-Brett runtergeschmissen. Damit ich dann mitdiskutieren kann. Und ich habe voll einen Bauchplatscher gemacht. Das ist die geilste Story überhaupt. Oh, dieser Boy hinter mir, der ist aber echt süß. Oh Mann. Also, was ein Arsch. Ich lach dich nicht aus, mir tut das wirklich leid. Also Nina, mein Mitleid hast du das von denen nicht anscheinend. Ja, doch, natürlich. Aber ich find's geil, dass du dazu stehst, dass du das hier einfach hier Millionen von Menschen in der Comcom-Show präsentierst. Ich habe zu meiner Lehrerin versehentlich mit Mama angesprochen. K.A. wieso es kam. Mir einfach in den Sinn. Oh, das ist natürlich schon auch peinlich. Die Lehrerin mit Mama angesprochen. Ja. Weil die wird sich auch denken, okay, was what goes wrong? Ja, das ist verdammt peinlich, ja. Die dachte sich, wow, der hält mich für eine Milf, wow, scheiße. Und es war wirklich die Mutter. Peinlichstes, was mir passiert ist, ich habe öffentlich zugegeben, ich kenne White Titty. Du Arsch. Mir wurde sofort ein Sektenberater und ein Teufelsaustreiber empfohlen. Hat's das geholfen? Autsch, Don, autsch. So schlimm sind wir gar nicht. Nicer Hate. Yes. Sagen, der kommt in die Hall of Flame. Meinst du, dass es Eltern Leuten ganz ehrlich peinlich ist, zuzugeben, dass sie White Titty mögen? Nee, denke ich nicht heutzutage. Also das ist, okay, was heißt heutzutage, aber es ist ja auch immer mehr so, dass YouTube auch von älteren Leuten geguckt wird, ne? Ja. Ja, liebe Leute, wir hatten ja eine kleine Idee und zwar wollten wir das White-Titty-Familien-Duell spielen. Wir haben 100 Leute gefragt. Da haben wir mehr als 100 Leute gefragt. Auf Facebook haben wir euch gefragt, ihr habt über 4000 Vorschläge gemacht. Unser lieber Görki hat das alles ausgewertet und ist heute unser Showmaster, habe ich gehört. Herzlich willkommen zum großen White-Titty-Familien-Duell. Ich bin heute euer Showmaster hier und hier gibt's eine fette Show jetzt. Sorry, Görki, muss das sein jetzt hier mit dem Licht? Ich finde schon. Das ist auch eine coole Sache, oder? Bisschen zu übertrieben. Licht an können wir schon machen. Bisschen too much. Können wir das Licht wieder machen? Komm-Show eher so ein bisschen down to earth. Ein bisschen schade, wäre ja schon geiler Auftritt, oder? Ist viel besser. Ja, ich habe eure Fragen ausgewertet und ja, es gibt immer drei Top-Antworten. Ich frage jeden von euch der Reihe nach und wenn einer von euch die Top-Antwort oder eine der drei Antworten gibt, darf er nochmal raten. Vielleicht die zweite oder dritte noch herausfinden und wenn nicht, geht's dann gleich die Runde weiter. Okay, und wer beginnt? Und ja. Naja, das regeln wir wie immer mit einer klassischen Runde. Ching Chang Chong! Ching Chang Chong! Ching Chang Chong! Goddammit! Ching Chang Chong! Yes! Wisst ihr, was der Trick ist? Jeder macht Schere, Stein, Papier. Deswegen habe ich ja zweites Deck Papier. Doch! So. Ja, aber du hast ja gewonnen. Stein. Ja, weil ich Papier gemacht habe. Ihr habt nicht beide Stein gemacht. So, okay, Decke. Gut, los geht's, Leute. Nenne eine Sache, die du nicht tragen solltest, wenn du rausgehst. Digga. Pyjama? Nee. Bikini? Nee. Stringtanger? Ja. Fällt uns yes! Unterwäsche. Aber, ja, auf Unterwäsche Platz 2. Ne? Es gibt noch eine, die drüber ist und, ja. Keuschheitsgürtel? Nee. Antwort Nummer 1 wäre Leggings gewesen. Mm, und, okay. Ja, die drittbeste einfach gar nichts, ne? Leggings trage ich so oft in den Videos. Alle tragen Leggings. Man sollte nicht gar nichts tragen. Wahrscheinlich ist der Geschmack aus dem Trend. Ja, haben wir die nächste Frage, zweite Frage. Nenne eine Sache, die man nicht tun sollte, wenn man gerade in einer vollen Bahn sitzt. Wenn man in einer vollen Bahn sitzt, sich einen runterholen. Ja.
die drittbeste Art. Ja, ich war! Ich kenne euch! Geil! Kenne euch! Tatsächlich. Furzen? Furzen? Nein, ja, er darf nochmal. Er darf nochmal. Furzen? Das war jetzt schwer. Aber ja. Ist doch dazwischen, Mann! Geil! Die zwei gibt einen Strafpunkt. Die zweitbeste Antwort. Ja, es gibt immer noch eine auf Platz 1. Die, darf jetzt auch noch was rausfinden. Okay, Scheiße. Okay, Furzen sich einen runterholen. Ich habe das Schema verstanden. Das Niveau-Schema. Oh Gott, das ist so spannend. Selfies machen. Nee. Okay, Tizi. Achso. Also, das ist nicht so einfach. Runterholen. Würde ich sagen, umbringen. Das ist wahrscheinlich umbringen, ein Insider, aber ist ein Insider, würde ich mal eher sagen. Nee, auch nicht. Trommler reinsetzen? Ich glaube, ich weiß es. Einschlafen, dass man dann angemalt wird. Fuck, ich dachte irgendwie Insider ist. Und, was ist? Ja, machen wir nochmal hier. Ich kann es gleich sagen. Also, wenn die Lautsprecheransage kommt, schreien die Stimmen, da sind sie wieder. Sich dabei auf den Boden in Embryonalstellung begeben und also. Wie soll man da drauf kommen? Also, machen, so also. Nein. Das wollte ich gerade sagen, das ist wahrscheinlich ein Insider. Bei manchen ist das wahrscheinlich. Also es ist nicht normal. Mein Insider. Meine Augen. Habe ich auch noch nie so gehört. Gigantisch, glaube ich. Vielleicht ist das ein Film, ich weiß es nicht. Keine kommt jetzt als erstes ich jetzt, oder? Ja, nenne eine Sache, die man nicht tun sollte, wenn man in der Schule oder in der Uni ist. Lehrerin als Milf bezeichnen? Nee, leider nicht. Okay. Was man nicht machen würde. Freiwillig ein Referat halten? Ja, nicht ganz. Also, das ist knapp. Sich melden. Oder freiwillig für. Ist das gleich wie ein Referat? Lernen und aufpassen. Ja, das ist, können wir schon. Ja, erstbeste Antwort aufpassen. Erstbeste so. Melden. Ja, gut. Genau. Darfst du noch weiter raten? Cool. Überhaupt hingehen? Ja, wird er unter Platz 1 schon fragen, okay. Sich einen runterholen. Knapp vorbei. Verdammt. Aber die Antwort war so ähnlich schon mal da. Nee, auch nicht. Ja, Platz 2 wäre Furzen wieder. Ja. Das ist ganz einfach. Aber Schema habe ich wirklich raus. Ja, und Platz 3 wäre wieder mitten im Unterricht Klamotten vom Leib reißen, auf den Tisch bringen und Gangnam Style tanzen, fast ausgemerkt sein. Ja, wie soll ich wieder drauf kommen? Ich wollte es fast sagen, aber ich habe mich dann für. Das ist schon geil da draußen. Milf sagen zu lernen. Also nackt sein ist schon eine Top-Antwort generell. Also da könnte, glaube ich, drauf setzen. Immer die Antwort nackt sein. Nehmen wir die nächste. Nenne eine Sache, die du besser nicht machen solltest, während du auf dem Klo sitzt. Nee, wir konnten jetzt. Essen. Ja. Top-Antwort Nummer 3, aber. Also es gibt noch 2, die da drüber waren. Okay, Ave Maria singen. Nee. Okay. Der kommt jetzt. Essen, sich einen runterholen? Nee. Das wäre ein bisschen. Was sollte man nicht machen, wenn man auf dem Klo sitzt? Ja, genau. Während du auf dem Klo sitzt, genau. Sich einen Arsch fassen? Ja, dann müssen wir ja wahrscheinlich sowieso, ne? Wenn man. Naja, habe ich wieder. Habe ich die einzige. Und? Was sind die anderen? Platz 2 wäre telefonieren, auf Platz 1 wäre auf Facebook oder Instagram ein Foto posten. Natürlich, ein Selfie, oft. Hallo? Also, das genial, macht man ja so. Okay, nächste Frage. Nenne eine Sache, die du dabei haben solltest, wenn du das Haus verlässt. Eine wichtige ich Sache. Ich weiß es. Sich einen runterholen. Nee, das war das. Ja, doch, ja, wurde eingeloggt. Na, ach komm, ja. Schon machst du, sagst du? Okay. Was sagst du jetzt? Ich sage, eine Sache, die man dabei haben sollte, wenn man aus dem Haus geht. Handy. Ja, sowieso. Platz 2 auf jeden Fall. Du darfst nochmal raten. Ich weiß es. Ich hab wieder Gangnam Style. Furzen. Kleidung. Nee. Ja, jetzt komme ich, ne? Ja. Geldbeutel. Ja, Geld. Platz 3, aber wir haben noch den ersten Platz zu vergeben. Jetzt kommt wieder was voll Verrücktes. Ich glaube, ich weiß. Kondome. Nee. Aus dem Geldbeutel denn? Ich glaube, seinen Kopf sollte man dabei haben. Nee, das ist nicht so wichtig. Scheiße, hatte so voll T-Shirt. Das ist nicht so wichtig. Wir haben nur was Wichtigeres und das ist der Schlüssel, dass man wieder reinkommt wahrscheinlich. Oh, Logo. Scheiße. Ja, da einfach mal auf die Taschen verbrechen. Ja, ich glaub, Geld, Schlüssel, Handy tatsächlich. Das war voll unrandom irgendwie. Wir sind aber jetzt gut. Wir haben eigentlich alle Fragen. Mit 7 Punkten auf Platz 1 der Film. Der hat sich schon gefreut. Du bist der Geilste. Hat der Thomas ein bisschen die Übersicht verloren. Ja! Woohoo! Yes! Ja, okay. Too much? Was krieg ich? Du kriegst vielleicht die Karten. Wie viel hab ich? Oh, geil, Mann! Karten! Wie viel hab ich? 4 Punkte auf jeden Fall. Immerhin. Und du hast 1 Punkt, ne? Dafür hab ich einen großen Pimmel.
Trostpflaster, genau. Weißt du, hast du es auch noch gesagt, diesen? Ja. Super. Weißt du, was mir auffällt? Er schaut aus wie ein bisschen wie Carsten Spengemann von DSDS. Carsten Spengemann. Ein bisschen, finde ich nicht. Ja, 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 hat der nicht irgendwas geklaut? Deswegen, ja, das drum. Ja, ich glaube, das Ding bin ich mit nach Hause. Das ist, glaube ich, ein gutes Fitness auch. Nimmst du mit? Görki, war geil, dass du da warst. Ja, hat mich gefreut, dass ich dabei sein durfte. Auf jeden Fall. Sehr schön. Checkt seinen Kanal aus, ja, wenn er auf Fitness steht. Genau, und wenn ihr nochmal seinen Body sehen wollt an alle Girls, er ist gerade in der Muscle-Phase, checkt seinen Kanal an alle Jungs da draußen, wenn ihr ein bisschen euch fit machen wollt. Bei mir jetzt nach Weihnachten. Görki is your man. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall spätestens am nächsten Freititi-Tag. Freititi, ja. Und da geht's weiter mit einer Song-Parodie, und zwar diesmal ein Oldie. Der ewige Kreis von König der Löwen. Wie zu sagen. Spasti. Ja, das kommt nächste Woche. Haben wir einen kurzen Ausschnitt? Haben wir einen kurzen? Haben wir einen kurzen? Ja. Haben wir einen kurzen? Okay, hier ist der kurze. Es gibt mehr zu sehen, als man je sehen kann. Bis zum nächsten Freititi-Tag oder wieder am Mittwoch in der Kommentare-Kommentiershow, wenn wir eure Kommentare kommentieren. Bis dann!